Ja. Das kennen wir ja noch aus dem Dingstempel. Guck mich nicht so an. Tja, wir sind eben besser. Oh, die öffnet sich ja hübsch. Ui, Dreck. Dafür wieder eine Videosequenz. Moment gleich. Die Szenen, die ich hier entdeckt hatte, waren eindeutig. Diese Rasse der geflügelten Wesen, die Baumeister der Säulen und die Schöpfer des Reavers, waren Noskots erste Vampire. Ihr Blutdurst schien ein Fluch zu sein, mit dem ihre besiegten Feinde sie belegt hatten. Diese Bilder bestätigten, was Kain mir erzählt hatte, ich jedoch nicht wahrhaben wollte. Ich bemühte mich vergebens, die einzelnen Bruchstücke zusammenzufügen. Wie wollte Kain dem Dilemma seines Schicksals entkommen? Und welche Rolle hatte er dabei für mich vorgesehen? Und warum waren Möbius und die dunklen Mächte, mit denen er offenbar verbündet war, so versessen darauf, ihn zu töten? Und warum sollte ausgerechnet ich ihr Mordwerkzeug sein? Keine Ahnung, aber mir ist hier was aufgefallen. Nee, wo war die Wand? Das war doch die in der Videosequenz. Ja, genau. Ihr könnt mir ja schreiben, wenn ihr hier in diesem Muster etwas erkennt. Etwas, was da nicht sein sollte. Etwas, was... Aber ich weiß nicht. Nein, egal. Ich habe nichts gesagt. Ihr habt es vergessen und... Oh, hübscher Himmel. Hübsch. Ey. So. Damit haben wir wieder den Lichtreaver. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht wird er uns hier was bringen. Hier ist ja schon mal Licht aufgemalt. Das hier hat auch irgendwas mit Licht zu tun. Wir stellen uns einfach mal auf das Licht und schießen das Ding an. Hooray! Und da benutzt er das Cape nicht. Nur um den Part in die Länge zu ziehen und es spannender zu machen. Gut gemacht, Raziel. Und das war meine Schuld, das gebe ich zu. Ja. Und jetzt benutzt bitte das. Oh Mann, wenn ich. Wie gesagt, wenig Verstand, aber viel Glück. Und ein viertes Mal. Yay. Alle guten Dinge sind vier. Tja, das kennen wir ja noch. Kein Portal in Sicht. Ich will nicht wieder gegen 1000 Slur kämpfen, aber ich habe auch keine Lebensenergie. Ich kämpfe gegen 1000 Slur, fertig. Die Zahl 3 ist für mich die gleiche Zahl wie 1000, wie ihr seht. So. Hier haben wir jetzt ein Portal. Da haben wir jetzt einen Wiederbelebungspunkt. Und mich freut auch irgendwie, dass ich in dem Spiel noch kein einziges Mal gestorben bin. Trotz dieser harten Gegner. Also wenn ich jetzt hier sterben würde, das wäre ja eigentlich kein Ding.
Ein blauer Kreis. Wäre hübsch. Ah, ich verstehe. Also wird das wieder eine Schmiede sein. Ich schätze mal Wasser, Luft, weiß ich nicht. Ja, die sind weg. Okay, interessanter Raum. Deswegen ist wahrscheinlich gewollt, dass wir jetzt gerade im Moment keinen Reaver haben. Wir müssen da wahrscheinlich mit Dunkelheit reinschießen und da mit Licht. Und da unten sind die Becken. Okay. Verstehe ich alles. Holen wir uns erstmal Licht. Es gibt zwei Wege, grün, blau. Oh, und doch noch rot. Und es gibt den Weg hinauf. Da ist eine Tür, die ich mit Licht öffnen muss. Es ist alles so groß hier, alles so verwirrend. Aber okay. Und wir befinden uns in einem Raum, wo wieder eine Scheibe benötigt ist. Wir gehen direkt zu ihm, weil dann alle anderen Gegner verschwinden. Das kennen wir langsam auch. Genau, verschwinde, kleine Pussy. Ist ja mal mehr als interessant hier. Da oben ist... weiß ich nicht. Zur Hölle sind wir hier und wo geht's jetzt weiter? Ah. Licht haben wir noch und hier brauchen wir Schatten. Und da hinten gibt es Schatten. Und der Typ bläst uns weg. Oder diese Statue, eher gesagt. Es ist doch langsam doof. Warte mal, das Symbol da. Mann, ey. Ich lass mich auch von allem verarschen. Okay. Diesmal ist der Part wohl ein bisschen länger. Für die, die sich beschwert haben, immer 6-Minuten-Parts. Immer nur laufen und dann ganz kurz eine Stadt und dann wieder speichern und dann... Ja, für die erkunden wir jetzt heute das hier. Teilweise aber ohne Erfolg.